Trotteltoast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Trotteltoast merch. Und Luisa, wie oft willst du dir noch dieselbe Aufführung von Bella, deiner Lieblingsballerina, anschauen? Aber sie ist meine Lieblingsballerina. Ich kann nicht aufhören, sie anzuschauen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal so tanzen wie sie. Ich meine, oh, Mama. Schau nur mal, Mama, wie schön sie tanzt. Ach, ich würde sie so gerne mal live sehen. Oh, schau dir sie nur an, diese Anmut. La, 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 la. Kann ich auch so schön tanzen wie sie, Mama? Du tanzt wunderschön, meine Liebe. Aber schau, mach mal die Augen zu. Ich habe vielleicht eine kleine Überraschung für dich. Oh, okay. Was ist es? Oh, was ist das für ein Umschlag? Was ist da drinnen? Ich habe herausgefunden, dass deine Lieblingsballerina Bella bei uns in der Stadt ist. Und ich habe Tickets für die Show, und zwar heute am Abend. Was? Bella ist in der Stadt und wir schauen uns ihre Aufführung an? Ja, du solltest lieber den Mund zumachen, sonst fliegt noch eine Fliege rein. Du bist die beste Mama, die es gibt. Danke. Ich kann es kaum erwarten. Los, gehen wir. Ruhig, Blut. Die Aufführung ist erst in 2 Stunden. Aber du hast recht, wir können schon langsam hinfahren. Gut, wir fahren am besten mit dem Auto hin. So, ich setz dich mal in den Sitz und schnall dich an. Sehr gut. Mama, wusstest du, dass Bella auf Italienisch die Schöne bedeutet? Was? Wirklich? Ich dachte, das ist Türkisch für ich habe Hunger. Hm, wenn mir nur jemand in die Kommentare schreiben könnte, was die Schöne auf Türkisch bedeutet, das wäre toll. Doch leider weiß das niemand. Ja, das wäre wirklich toll. Wie lange haben wir noch, Mama? Wann sind wir endlich da? Ich kann es kaum erwarten. Na, was für ein Zufall. Wir sind genau jetzt angekommen. So, ich muss noch schnell einpacken und dann können wir losgehen. Und da sind wir auch schon. Oh, hier ist eine Ticketkontrolle. Willkommen im Theater. Könnte ich bitte Ihr Ticket sehen? Guten Tag. Ja, natürlich. Hier ist unser Ticket. Vielen Dank. Gut, schauen wir mal rein. Oh ja, das ist für heute. Sehr gut. Sie haben die Sitze 1 und 2. Das ist ganz vorne. Sie haben sehr gute Sitze. Sie können jeden Furz, den die Ballerina macht, riechen. Was? Man kann jeden Furz riechen? Na, das klingt aufregend. Vielen Dank. Oh, schau mal, Luisa, hier gibt es eine kleine Snackbar. Willst du dir etwas aussuchen? Oh, da gibt es so viel Auswahl. Ich will Popcorn, bitte. Wir hätten gerne ein großes Popcorn für 2 Leute, bitte. Natürlich. Hier, bitte schön, meine Süße. Dankeschön. Kann ich Ihnen sonst noch irgendetwas was anbieten, ein Donut oder was zu trinken? Nein, danke, das ist alles. Das macht dann 200 Euro. Natürlich, hier, bitteschön. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufführung. Das ist aber freundlich, dankeschön. Komm, Luisa, wir gehen auf unseren Sitzplatz. Mama, warum hat die Popcorn 200 Euro gekostet? Oh, das ist normal. Im Kino und im Theater kostet einfach alles 10-mal so viel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Schwanensee mit der weltbekannten Ballerina Bella. Viel Vergnügen. Oh, es beginnt, Luisa. Schau mal, da ist sie. Wow, sie tanzt so unglaublich schön, so elegant. Das will ich auch machen. Ich möchte Ballerina werden. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so tanzen wie sie. Sie ist so leichtfüßig und so elegant. Ich will das auch. Bitte, Mama, schick mich auch zum Ballettunterricht, bitte. Entschuldigen Sie mal, könnten Sie bitte leise sein? Wir versuchen hier die Aufführung anzuschauen. Oh, natürlich, verzeihen Sie der Herr und Ihr Kind. Es tut uns wirklich leid, wir werden ab jetzt leise sein. Oh, ich wollte Sie nicht stören, es tut mir wirklich leid. Ja, dir soll es besser leid tun. Mein Vater ist nämlich der, dessen Name nicht richtig genannt werden darf. Komm, mein Sohn, wir gehen. Ach, dieses Mädchen ist noch schlimmer wie dieser kleine Rotzlöffel Harry Potter. Ach, mach dir nichts draus, Luisa. Nur nächstes Mal flüstere vielleicht ein bisschen mehr. Okay, Mama. Ab jetzt flüstere ich nur noch. Vielen, vielen Dank. Danke an alle, die hergekommen sind. Das war die Aufführung der Schwanensee. Und ich bin es, eure Bella. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Luisa, willst du dir vielleicht ein Autogramm von deiner Lieblingsballerina holen? Oh mein Gott, ja, unbedingt, Mama. Ist das möglich? Ja, klar. Wir müssen einfach nur beim Hinterausgang auf sie warten. Denn du musst wissen, dort gehen die Künstler immer ein und aus. Aber vorher kannst du bitte den leeren Popcorn-Container weghauen, Luisa. Natürlich, Mama. So, weg damit. Komm, gehen wir. Okay, okay. Und das ist der Hintereingang. Boah, da stehen aber ganz schön viele Leute. Na klar, sie ist bekannter wie Ronaldo oder Messi, diese Basketballspieler. Das sind doch keine Basketballspieler, sondern Tennisspieler. Also wirklich, Luisa. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie ist hier.
Und vielen Dank, dass ihr alle auf mich wartet. Vielen, vielen Dank. Oh, so schöne Blumen und Pralinen. Vielen Dank, ihr seid so tolle Fans. Oh mein Gott, du bist es wirklich, Bella. Ich bin dein größter Fan. Ich möchte auch mal Ballerina werden wie du. Luisa, beruhig dich. Du kannst nicht so auf sie draufstürmen. Verzeihen Sie, Bella. Also, du willst auch Ballerina werden. Na, zeig mal, was du drauf hast. Was, wirklich? Okay. La, na, 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 na. Wow, du machst das extrem gut. Gehst du etwa schon zum Ballettunterricht so jung? Wie ich sehe, hast du sehr, sehr viel Talent. Nein, ich gehe noch gar nicht zum Ballett. Das haben sie mir beigebracht. Du gehst noch gar nicht zum Ballett? Na, dann sollte ich deine Mama so schnell wie möglich anmelden. Du hast extrem viel Talent. Meinen Sie das ernst? Soll ich sie wirklich beim Ballett anmelden? Ja, natürlich. Ihre Tochter ist ein Naturtalent. Mit dem Alter könnte sie genauso berühmt, wenn nicht sogar berühmter werden als ich. Na gut, dann werden wir dich wohl beim Ballettunterricht anmelden, Luisa. Na, dann wünsche ich dir viel Glück, Luisa. Und vielen Dank, Leute, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, liebe Fans. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Okay, Luisa. Willst du zum Ballettunterricht? Soll ich dich anmelden? Ja, Mama, bitte. Meld mich an. Gehen wir heute. Bitte. Bitte. Okay. Beruhig dich, Luisa. Ich werde mich mal informieren. Komm. Oh, schau mal, Mama, diese Frau. Das ist eine Ballettschule. Oh, guten Tag. Wollen Sie Ihre Tochter vielleicht bei meiner Ballettschule anmelden? Dann das nenne ich mal einen Zufall. Wir sind auf der Suche nach einer Ballettschule. Ich möchte Ballett lernen. Sofort. Na, da ist jemand vom Ballett begeistert. Das gefällt mir. Ja, sie will unbedingt Ballett lernen und Na dann perfekt. Gehen Sie mal rein und schauen Sie sich die Ballettschule an. Na gut, machen wir das. Komm, Luisa, gehen wir mal rein und vielleicht gefällt es dir, dann melde ich dich hier an. Komm. Aha, so wie es ausschaut, ist das hier die Umkleide. Interessant. So schauen also Ballettumkleiden aus. Das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Oh, schau mal, Luisa, da ist wohl der Anfängerkurs. Oh, schau mal, Mama, schau, was es hier alles gibt. Ich will, bitte. Na gut, wenn du dir sicher bist, dass du das machen willst. Darf ich ein bisschen hüpfen? Bitte, Mama, bitte. Okay, aber nur solange ich dich anmelde, dann hole ich dich wieder ab. Okay, meine Süße? Geh weg, du hässliche Neue. Hier springe ich. Verschwinde. Au, warum bist du so gemein? Du hast mich gestoßen. Ahaha, wie du weinst. Wie ein Baby. Wenn du Ballerina werden willst, musst du dich an sowas gewöhnen. Das stimmt nicht. Ballerinas sind nicht gemein. Sie sind lieb und elegant. Ihr seid einfach nur böse. Mit dieser Einstellung wirst du niemals eine gute Ballerina. Und jetzt verschwinde. Wir wollen dich hier nicht. Ihr seid so gemein. Ich möchte keine Ballerina mehr sein. Mama, ich will nicht mehr. Oh, Luisa, da bist du schon. Ich habe dich jetzt angemeldet. Ab morgen beginnst du den Ballettunterricht. Freust du dich schon, Luisa? Du wirst sicher großartig, meine Kleine. Wir sehen uns dann morgen wieder, okay? Was? Aber Mama, ich... Also vielen Dank nochmal für alles. Ich bring sie dann morgen vorbei. Auf Wiedersehen. Na, Luisa, du musst ja überglücklich sein. Endlich geht dein Traum in Erfüllung. Du wirst Ballerina. Ich hoffe, dass der Unterricht dir gefallen wird. Ja, beim Unterricht mache ich mir keine Sorgen. Aber die anderen Mitschüler und Ballerinas, ich habe Angst, dass sie gemein zu mir sind. Ach, das wird schon nicht passieren. Du wirst sehr viele Freunde machen, Luisa. Endlich wieder zu Hause. Ach, heute ist ja viel passiert. So, die Tür aufsperren. Jetzt gehen wir rein. So. Na, Luisa, ist heute nicht sehr viel passiert? Wer hätte gedacht, dass ich dich heute gleich mal bei einer Ballettschule anmelden werde? Du wirst sicher eine tolle Ballerina. Und Bella hat recht, du hast so viel Talent. Ich hätte dich eigentlich früher anmelden können. Ja, Mama, ich kann es kaum erwarten, genauso berühmt und so zu tanzen wie Bella. Das wirst du. Na gut, ich gehe jetzt mal in die Küche und bereite das Abendessen vor. Ich freue mich schon auf den Ballettunterricht, aber ich habe Angst, dass diese Mädchen gemein zu mir sind. Ach, ist mir doch egal, was sie sagen. Wenn diese Mädchen frech zu mir werden, werde ich hier den Teddy nehmen und ihnen damit auf den Kopf schlagen. Nicht wahr, Teddy? Du wirst mich beschützen. Oh, das riecht aber gut. Mama, was gibt es denn zum Essen? Na hallo, Schatzi. Ich habe gehört, da ist ab heute jemand eine Ballerina. Na, wer ist meine kleine Ballerina? Na, ich. Das wirst du bestimmt toll machen, Luisa. Aber wichtig ist, als Ballerina muss man gut und viel essen. Also komm in deinen Sitz, es gibt nämlich Abendessen. Und zwar dein Lieblingsessen, Grütze mit dem Geschmack grün. Und ich habe mein Lieblingsessen, ein Döner-Sandwich. Mama, gib mir die Grütze. Grütze. Und Mama hat sich lecker Dürüm gemacht. Guten Appetit und euch auch, Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Story gefallen, wie ich zu einer Ballerina werde. Falls es euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt noch ein großes Dankeschön an unsere Kanalmitglieder und Superfans. Also vielen Dank, dass ihr Mitglieder seid. Staurula, Hans, Vivi, Anime Girl und Nahada Kids.
Vielen, vielen Dank, dass ihr super Toasties und Kanalmitglieder seid. Und wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet einfach Kanalmitglied oder schreibt einen netten Kommentar, wie zum Beispiel die liebe Roxana Ritsch. Danke dir, Roxana, für deinen lieben Kommentar. Und danke, dass du uns abonniert hast. Das nächste Dankeschön geht an Lila Angel. Lila, vielen Dank, dass du unsere Videos immer bis zum Schluss schaust. Und zu guter Letzt noch ein großes Dankeschön an die liebe Laura. Danke, Laura, dass du ein Toka-Toast-Toasti bist. Ein Toka-Toast-Toasti? Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.